Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zum Saisonauftakt. Erster Spieltag Herrenhockey Oberliga Gruppe West, HC Essen 99 gegen HC Rot-Weiß Velbert. Ja, direkt ein Knaller zu Saisonbeginn. HC Essen letztes Jahr unglücklich abgestiegen aus der Regionalliga, muss nun in der Oberliga um den Wiederaufstieg kämpfen. Und am ersten Spieltag zu Gast die Jungs aus Velbert. Letzte Saison Vizemeister in der Oberliga, also durchaus auch mit Aufstiegsambitionen in diese neue Saison. Das Spiel am ersten Spieltag wird geleitet von den Schiedsrichtern Norbert Pelster und Philipp Lutterbeck. Zu Beginn allerdings heute, wie in allen Ligen im Westdeutschen Hockeyverband, eine Schweigeminute für Gerd Müller-Krivet aus Essen. Er war lange Jahre Webmaster des Westdeutschen Hockeybundes und ja, ihm zu Ehren also eine Schweigeminute. Auf geht's, Spielbeginn. Erste Spielminute. Abtasten, zweite Spielminute hier. Der HC Velbert mit einem doch etwas katastrophalen Fehlpass aus der eigenen Abwehr heraus. Otto von Bassewitz nutzt dies eiskalt zur ganz frühen 1:0 Führung. Tolles Tor mit der argentinischen Rückhand vom Stürmer-Routinier des HC Essen. Ja, die Mannschaft von Sebastian Henning, der HCS 99, ist in dieser Saison zusammengeblieben. Interessanterweise gab es keine Spieler, die am Ende des Abstiegs, also zu Beginn der neuen Saison, den Verein verlassen haben, sondern viele Jugendspieler sind hinzugekommen, sodass der HCS mit einer ganz, ganz starken Mannschaft die neue Saison angeht und dies hier auch zu Spielbeginn deutlich demonstriert. Zweite große Chance bereits in der frühen Phase des Spiels, doch jetzt auf der anderen Seite der HC Velbert mit Entlastung reklamieren hier, wollen eine Strafecke haben und in der Zeitlupe sehen wir jetzt nochmal deutlich, dass der Ball an den Fuß des Essener Verteidigers springt. Strafecke wäre hier wohl richtig gewesen, haben die Referees nicht gesehen, sei es drum, weiter geht's, 1:0 HC Velbert. Ui, Sebastian Henning rutscht hier in dieser Szene weg als Libero ersetzter Mann, der Spielertrainer, und hat Glück, dass der HC Velbert daraus kein Kapital schlagen kann. Dennoch Strafecke für den HC Velbert, Chance zum Ausgleich. Doch dieser Schlenzball ist eine leichte Beute für Björn Brinkmann im Tor des HC Essen. Ja, viel zu locker geschossen und auch eine schlechte Höhe, genau auf den Handschuh, kein Problem für jeden Torwart. Das müssen sie verbessern, wollen sie hier zum Torerfolg kommen. Auf der anderen Seite wieder der HC Essen im Angriff. Schön durchgesetzt hier über die rechte Seite. Doch vor dem Tor wieder nicht konsequent genug. Wieder nicht bis zum Tor durchgespielt. Es bleibt beim 1:0. Doch immer wieder der HC Essen mit einer ganz, ganz starken Partie heute. Und immer wieder ganz gefährlich vor dem Tor der Velberter. 16. Spielminute, weiterhin 1:0. Viele gute Chancen haben wir schon gesehen. Doch noch bleibt es bei der knappen Führung. Jetzt tankt er sich durch, super durchgesetzt hier von Otto von Bassewitz. 2:0. Wieder ist es der Stürmer, der ja schon so viele Tore für den HCE markiert hat. Ganz clever schiebt er den Ball hier am herausstürzenden Torwart vorbei und lässt ihn damit keine Abwehrchance. Ja, die Mann von Joachim Heimann hier im Vordergrund, Coach vom HC Velbert, müssen noch eine mächtige Schippe drauflegen, wollen sie ihren Platz vom Vorjahr bestätigen und ihre eigenen Aufstiegsambitionen, mit denen sie ja angetreten sind, auch in diesem Jahr untermauern. Wieder der HCE, wieder schön durchgespielt durch den Kreis. Und da ist passiert, 3:0, Max Holinderbäumer trifft und baut die Führung aus. Mittlerweile 3:0, beruhigende Führung. Da kann man schon fast davon ausgehen, dass heute nichts anbrennen wird, dass der Regionalliga-Absteiger seiner Favoritenrolle gerecht wird und ungefährdet zum Erfolg kommt. 23. Spielminute, Freischlag auf der anderen Seite. Einfach mal in den Kreis gespielt der Ball und dann ja, setzt er sich irgendwie durch. Keiner kann genau erkennen, wer es ist. Der Spieler mit der Nummer 8, Velbert, kommt zum Anschlusstreffer. 3:1 nur noch die Führung. Ja, eigentlich relativ einfallslos gespielt der Ball. Einfach mal in den Schusskreis reingeschlagen und dann aus der unübersichtlichen Situation am schnellsten geschaltet und den Anschlusstreffer markiert. Hey,
Unstimmigkeiten jetzt hier in der 27. Spielminute. Sie haben es gehört über die Außenmikrofone. Die Spieler waren sich uneinig. Ist Freischlag oder ist schon gepfiffen geworden? Der HC schaltet schneller und kann die Führung ausbauen. Max Gniesmer mit einem Traumtor mit der argentinischen Rückhand trifft er in den Winkel und ja, macht ein ganz, ganz tolles Tor, das ihm sicherlich Selbstvertrauen geben wird für die weitere Saison. Toll hier in der Zeitlupe zu sehen, wie der Ball oben rechts einschlägt. Keine Abwehrchance natürlich für den Torwart des HC Rot-Weiß-Felbert. Und wieder die Essener. Und wieder ein Tor. Wieder tolles Tor. Diesmal ist es Nils Kraft, der den Ball hoch unter die Latte hämmert. Und das 5:1 für die Mannen in Grün damit erzielt. Auch hier die Zeitlupe. Setzt er sich schön durch den Ball in die Luft. Und dann nimmt er ihn direkt und trifft ihn unhaltbar oben links unter die Latte. Ja, verständlich der Frust bei den Jungs aus Felbert. Das war der Halbzeitpfiff. 5:1 steht es hier im Spiel dieser beiden doch hoch eingeschätzten Mannschaften in der Herren-Oberliga-Gruppe B. Die zweite Halbzeit können wir Ihnen nicht mehr im Bild präsentieren. Ich kann Ihnen sagen, am Ende steht es 7:1 für den HC Essen. Die Halbzeitansprache des Felberter Coaches Joachim Heimann hat dafür gesorgt, dass die Felberter besser im Spiel waren, am Ende jedoch ungefährdet der HC Essen siegreich. Am zweiten Spieltag muss der HCE zu Eintracht Dortmund das zweite, sicherlich schwierige Spiel in dieser Gruppe.